Hallo und herzlich willkommen bei Raum für Notizen. Ich habe heute das große Glück, eine Frau kennenzulernen, die vor der Kamera schon Prinzessin, traurige Braut, Hippie, Datenschmugglerin, Traumerfüllerin, Illusionskünstlerin und Königin von England war. Und das alles auch noch absolut hinreißend und bezaubernd. Im echten Leben überzeugt sie im Fernsehen, Kino und Theater, macht auch noch Musik und fährt gerne mit dem Rad durch den Prenzlauer Berg. Und sie lebt wahrscheinlich schon länger in Berlin als die meisten von euch. Es geht um die wunderbare Schauspielerin Marlene Lohse. Hallo. Hallo. Dankeschön für diese tolle Anmoderation. Ich habe gerade schon gedacht, man hat so viele Sachen ja irgendwie schon gemacht, die man selber gar nicht mehr auf dem Zettel hat. Schön. Hast du dich wiedergefunden in einer der Worte hier? Ja, tatsächlich. Aber manche Datenschmugglerin, aber doch, ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Wir haben ja ein paar tolle Drinks, was die meisten nicht wissen, die kommen bei uns aus dem Geheimkeller. Wir machen die Brause selber. Nee, nicht wirklich, aber willst du vielleicht einen unserer Drinks haben? Ja, ich hätte gerne die Zitronenlimonade. Genau, es gibt hier Zitrone. Ihr dürft das nicht zeigen, ne, von wem das ist. Rhabarber. Das ist geheim. Und Apfelsaftschorle, also die Zitrone, ja? Ja, gerne, danke. Bist du denn heute auch mit dem Fahrrad hierher gekommen? Nee, ich bin tatsächlich mit dem Auto da, was totaler Quatsch ist, weil ich direkt um die Ecke wohne. Aber ich hatte es so eilig, so oft dann. Aber ich habe dich tatsächlich schon mal durch den Prenzlauer Berg fahren sehen, da auf Höhe Mauerpark. Ich war in irgendeinem Café und dachte so, das ist doch Marlene Lohse. Echt, ja? Mensch, hättest du mal Hallo sagen können. Ja, nee, du warst so schnell weg. Ja, mir haben sie gerade schon wieder den Sattel geklaut. Deswegen bin ich nicht mit dem Fahrrad da, musste mit dem Auto kommen. Ständig, das vierte Mal schon. Aber das ist schon die beste Art, durch Berlin zu kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder zu Fuß, ist auch schön, mit ein bisschen mehr Zeit. Aber dann ist man halt auch lange unterwegs, ne? Naja, auf jeden Fall besser als U-Bahn wahrscheinlich, ja? Ja. So, es heißt ja, trink erstmal was. Genau. Dankeschön, vielen Dank. Wie schick, Prost. Schön, schön. Oh, jetzt kriegen wir Besuch. Und wie ist es? Ja, ist gut. Schmeckt fast hausgemacht. Mhm. Die Sendung heißt ja nicht umsonst Raum für Notizen. Auch du hast für uns eine Notiz dabei, die wir heute auf die Dartscheibe pinnen. Mhm. Und ich würde sagen, damit legen wir gleich mal los, oder? Okay, es ist jetzt keine Notiz im klassischen Sinne. Mhm. Es ist eher ein Zitat, gilt es auch? Mhm. Obwohl hier hinten drauf noch Notizen sind, die ich sonst stattdessen vorlesen könnte. Genau, ich würde sagen, du wirfst erstmal hier auf die Scheibe, versuchst möglichst nicht die Kamera zu treffen. Oder vielleicht doch. In die rote. Und genau da kommt dann deine Notiz hin. Oh, ich bin jetzt echt nervös ein bisschen. Boah, wir haben so eine Bürogemeinschaft, da spielen wir auch immer Dart. Da kriege ich das ja auch super hin immer. Warte mal. Ja! Das war ziemlich mittig. Das war ziemlich nah dran, oder? Hier, und jetzt mache ich das dahin. So, ja? Genau, wir machen das hier hin und du erzählst uns mal, was da eigentlich draufsteht. So. Schieben gleich die ganze Dartscheibe um. Ja, das ist natürlich jetzt gleich ein sehr wichtiges Thema. Unsere tiefsten Ängste sind die Drachen, die unsere größten Schätze bewahren. Das ist ein Zitat von Rilke, was mich begleitet hat, schon eigentlich seit sehr langer Zeit. Das ist auch verknüpft mit einem Briefwechsel, den er hat mit Herrn Kappus. Und es geht eigentlich, also mich hat das so berührt, weil ich selber von mir kenne, was für große Anstrengungen man unternimmt, um eigentlich etwas zu schützen, was vielleicht im Sinne gar nicht so schützenswert, also was man gar nicht schützen muss, sondern einfach zum Kern vorzudringen und dass dort eigentlich etwas verborgen liegt, vor dem man Angst hat, weil es eigentlich, obwohl es einfach was sehr Schönes ist, so. Und, was sind das so für Ängste, die du vielleicht früher mal hattest, die du heutzutage viel mehr schätzen lernst oder dass du es wagst, das trotzdem zu machen, obwohl du vielleicht Angst hast vor Dingen? Naja, ich bin eigentlich jemand, der, also auch in dem Beruf, es ist eigentlich ständig hat man irgendwie mit Ängsten zu tun und mit Ängsten, auch jetzt hier im Studio natürlich ist das irgendwie, Lampenfieber oder eine Angst, die man da spürt oder es ist eine Aufregung, aber es ist jetzt mit der Zeit viel mehr so, dass ich merke, wenn man sich diesen Ängsten stellt auf die eine oder andere Weise, dass danach wie so ein schönes Kribbeln kommt, dass man irgendwie dann doch das Gefühl hat,
etwas leisten zu können, auf eine Art und Weise, was man sonst versteckt hält. So. Mhm. Wenn man den Mut hat, setzt das eine große Freiheit frei, dann irgendwie auf eine Art und Weise. Ja. Und, ist das vielleicht auch was Schönes und vielleicht auch einer der Gründe, weshalb es überhaupt losging bei dir mit der Schauspielerei? Also auch eine Angst überwinden und dann als Belohnung ein Kribbelgefühl haben, ein schönes Gefühl haben? Ja, oder sich über, also wachsen an dem dann eben. Mhm. Aber eigentlich nicht, also so wie ich angefangen habe, war es eigentlich ein Zufall, weil ich bin am Rande von Hamburg groß geworden und habe dort, ich habe damals ganz viel geturnt. Mhm. Und die Regisseurin vom Süderhof, die lebte bei uns da im Ort und hatte Sport gemacht in der Sportgruppe von meiner Mutter und brauchte ein Kind, das turnt, und hat gesagt, dann nehmen wir doch die da. Also hat auch noch rote Haare, sehr witzig. Passt, nehmen wir mit ins Fernsehen irgendwie. Und dann habe ich ein Casting gemacht und dachte mir so, ja, meine Güte, also es ist jetzt passiert mir einfach so. Und deswegen hatte ich mir da gar nicht so Gedanken gemacht und habe da auch keine Angst in dem Sinne gehabt. Das war für mich mehr ein Spiel. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Dann kam, habe ich das wohl, ja, passte ich in dieses Serienkonzept. Und danach kamen die Kinder vom Alstertal, da hat sie mich dann gleich wieder besetzt, was sehr schön war. Aber die bewusste Entscheidung für die Schauspielerei habe ich viel später erst getroffen. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, da sind so viele weiße Blätter und so viele Bereiche, die ich eigentlich, wo ich doch viel tiefer dringen möchte. Und das war dann eine ganz bewusste Entscheidung mit dem Studium und auf einer Bühne stehen und sich dann ganz direkt zu einem Publikum verhalten. Und da habe ich dann gemerkt, wow, da ist es irgendwie kribbelig, da habe ich Angst, da möchte ich hin, auf eine Art und Weise. So, da zieht es mich hin und da möchte ich springen. Ja. So. Und seit dem Kinder vom Alstertal oder den Kindern vom Alstertal ist ja einiges passiert. Und das schauen wir uns doch vielleicht am besten gleich mal in einem Einspieler an, den wir hier mitgebracht haben. Wow, da hat man schon einige deiner Verwandlungen sehen können. Mhm. Und das waren jetzt, glaube ich, alles Filme von und mit Erik Schmidt. Oder ja, der eine Regie, nicht, das ist Maria, ihm schmeckt's nicht. Mhm. Das ist der Einzige, der nicht von ihm ist, genau. Aber du hast sehr viel mit Erik zusammengearbeitet, ist, glaube ich, auch ein guter Freund von dir. Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden? Es ist eigentlich auf ganz klassischem Wege. Also Erik hat vorher schon Filme gemacht, der war ja mit Stefan Müller zusammen, hatten die dieses Regie-Duo Kamerapferd. Mhm. Und er hat mich quasi gecastet, also ganz klassisch. Aber ich habe zu der Zeit einen anderen Film gedreht und dann passt es irgendwie nicht. Und dann kannte ich aber den Produzenten des Films und der hat mich dann angerufen und meinte zu mir, Marleen, pass mal auf, jetzt wurdest du angefragt von zwei Jungs, die sind so ein bisschen speziell in ihrer Art und Weise, wie sie Filme machen oder wie sie die Welt des Films eben verstehen. Dein Agent hat gesagt, du hast eigentlich keine Zeit, aber ihr könnt euch jetzt zum Mittagessen treffen und entweder du hast ein tolles Mittagessen und gehst danach wieder deine Wege und sagst so, nee, lass mal, oder dein Leben wird sich verändern. Und ich so, okay, das sind ja beides Optionen, wo man sagen kann, okay, das Risiko gehe ich mal ein. Und dann war ich Mittagessen mit den beiden, also mit Stefan Müller und Erik Schmidt. Und es war wirklich so ein Moment, wo es so geklickt hat. Also es war ganz, ganz toll. Es war, ich dachte, was ist los mit den beiden? Die waren so aufgekratzt. Aber es war wirklich eine ganz, ganz schöne Verbindung von Anfang an. Und da war klar eigentlich, dass wir zusammen weiterarbeiten wollen und weitermachen wollen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich war so nach der Schule, nach der Schauspielschule, wurde uns so gesagt, ja, wenn zwei von euch aus diesem Jahrgang irgendwie in diesem Beruf Fuß fassen und Arbeit finden, dann sprengt ihr schon die Statistik. Und ich dachte, auch alles so angstmotiviert. Ich dachte, Hilfe, das ist ja fürchterlich. Und ich hatte eigentlich so eine Sehnsucht nach einem Kollektiv, so abgedroschen dieses Wort auch klingt, aber mit Erik habe ich da jemanden gefunden, mit dem man zusammen etwas entwickeln kann. Und das jetzt schon über mehrere Jahre. Und ich bin sehr froh darüber, weil ich glaube, so Film und auch Theater, bei Theater hat man ja sein Kollektiv oder seine Gruppe, ist das keine Einzelleistung. So. Also wir haben jetzt wie so eine Art Filmfamilie. Also wir haben auch immer den gleichen Kameramann, wir versuchen mit der gleichen Maske zu arbeiten, wir haben unseren Produzenten und auch die Schauspieler. Uns wurde mal gesagt, man ist so austauschbar und ich glaube das nicht. Also so, ich glaube, jedes Glied in dieser Kette, was am Ende dazu führt, dass man ein Produkt hat, einen Film,
wie auch immer er dann aussieht, ist irgendwie, tut seinen Teil dazu und macht es dann besonders. Und ja, da bin ich sehr froh, dass wir uns da gefunden haben und zusammen dran arbeiten. Wir haben ja jetzt auch genau diese drei Kurzfilme gemacht. Und, das ist auch ein neues Projekt, oder? Das hast du... Genau, das ist daraus entstanden. Das heißt Story of Berlin, das ist der Arbeitstitel. Und wir haben jetzt so zu viert bestimmt jetzt schon 3 Jahre dran geschrieben und haben dann das Stipendium von Wim Wenders gewonnen. Damals und haben uns dann zusammengetan und gesagt, okay, dann schreiben wir das jetzt. Und es war echt eine interessante Reise, also auch anstrengend, aber produktiv. Und jetzt haben wir tatsächlich ein fertiges Drehbuch und so wie es aussieht, drehen wir dann bald unseren ersten eigenen Film. Okay. Was sehr aufregend ist, sehr schön. Und geht das mit der Story dann eben auch so in die Richtung der Kurzfilme, die ihr vorher zusammen gemacht habt? Na, was da interessant ist, ist, dass das Bild bei Erik halt ja, sehr maßgeblich prägend ist für den Inhalt. Also man hat Film als ein Medium, wo dann auch Emotionen stopptrickmäßig animiert werden und quasi das Bild an sich schon eine Geschichte erzählt. Mhm. Und also es hat schon mit den Kurzfilmen zu tun, und, aber trotzdem ist es eine ganz eigene Geschichte für sich. Also ich kann ja schon mal sagen, es geht im Wesentlichen um Erinnerungen, die einen prägen. Und Erinnerung ist tatsächlich, habe ich mal einen Artikel gelesen, der mich sehr inspiriert hat, neurologisch nachgewiesen ist es nichts Festes, nichts Statisches, sondern während man sich erinnert, schreibt man die Erinnerung neu. Das heißt, sie ist veränderbar. Und das ist natürlich filmisch ein ganz tolles Mittel, weil man kann quasi sich ja auch falsch erinnern und es dann revidieren und neu erinnern. Und je größer die Emotionen sind, desto klarer ist die Erinnerung. Das heißt, wenn man größtmögliche Emotionen provoziert an einem Ort, der zum Beispiel sehr kontaminiert ist oder beschrieben ist mit Erinnerung, kann man diesen Ort überschreiben und eine neue Erinnerung schaffen und sich so manipulieren irgendwie auf eine Art und Weise. Es ist sehr wirr jetzt, aber ja, es macht in der Geschichte dann Sinn. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, was aus dem Projekt wird. Ich auch. Wisst ihr schon, wann der fertig wird? Nee, das ist gerade in so einer Phase, wo wir alle... ja, so ein bisschen abwarten und gucken, wo gerade sehr, sehr viel passiert. Und wir hoffen halt alle, dass wir vielleicht dieses Jahr noch drehen. Und dann dauert es ja immer noch mal, bis alles. Du bist ja sehr vielseitig unterwegs, auch im Theater. Also du bist gerade jetzt auch 2016, glaube ich, am Maxim Gorki Theater in Berlin dabei. Was ist denn da der Unterschied so zur Schauspielerei im Fernsehen oder Film? Ja, ich war von 2013, als Jermin Langhoff Intendantin wurde, bin ich mit ihr ans Theater gegangen und war dann festes Ensemblemitglied. Und dann habe ich mich entschieden, Gast zu sein und habe dort immer noch Stücke laufen, genau. Und das ist so eine oft gestellte Frage. Und ich finde, dass natürlich hat man eine andere Situation, wenn jemand ganz direkt auf einen reagiert und man sich frei, also dazu verhalten muss natürlich zu dem, was passiert, was vorher auch zu dem Zitat irgendwie passt, dass man natürlich eine andere Aufregung oder anderen Ängsten dort ausgeliefert ist, auf eine Art. Aber trotzdem, finde ich, ist das ganz eng verwandt miteinander. Es ist vielleicht die Cousine vom Film oder so. Keine Ahnung. Naja, ich glaube trotzdem, der Kern, also wenn etwas Relevanz haben muss, dann muss es persönlich sein. Und man muss irgendwie, glaube ich, im Kern sich finden und eine authentische Darstellung finden, und dann kann man es aber abstrahieren und größer machen auf der Bühne oder kleiner. Ich mag diese Freiheit auf der Bühne, dass man eben alles behaupten kann. Wobei ich denke, dass man das beim Film auch kann. Dass das eben ja nur so ein großes Experimentierfeld noch ist, wo wir uns auch gerade so ein bisschen drauf wagen. Ja. So. Ich gehe da immer so ein bisschen pragmatisch ran. Ich kann mir selber kaum Texte merken, und im Theater muss man das wahrscheinlich dann ja das komplette Stück 1:1 wirklich hinbekommen. Ne? Ja, ist gut, das, ne? Ja. Also, obwohl es gibt, naja, das ist ja auch so. Es gibt da ja auch Stücke, wo man sich ein bisschen freier bewegen kann. Ne? Also gerade im Gorki gibt es ja viele Stückentwicklungen. Und da hat man dann schon einen Spielraum, nicht mehr so. Ich habe schon gesagt, eben sehr vielseitig. Du machst außerdem auch Musik und du hast schon gerade von Erinnerungen gesprochen. Vielleicht können wir ja mal versuchen, eine kleine Erinnerung wieder hervorzuheben. Ich glaube, 2011 hast du zumindest auf YouTube mal einen Song veröffentlicht. Wir versuchen, den jetzt mal einzuspielen. Mal sehen, ob das klappt. Verstanden, wenn man sich das macht,
ist aus aller Hand. Ich gehe immer auf dich zu, mit meinem ganzen Gehen. Wer bin ich und wer bist du, wenn wir uns nicht verstehen? Ich gehe immer auf dich zu, mit meinem ganzen Gehen. Hintergrund läuft. Wie empfindest du das, wenn du jetzt einen Song nochmal hörst, der vielleicht schon 5 Jahre alt ist? Ja, ich bin gerade echt ein bisschen nicht überrumpelt, aber ja, es ist halt auch so, das ist so interessant. Natürlich macht man in dem Beruf, wird ja alles irgendwie archiviert und ja. Jetzt gerade in der Zeit, wo man Facebook hat und YouTube, kann man alles so hochholen, auf einmal ist es wieder präsent und es ist wieder aktuell auf eine Art und Weise. Aber trotzdem ist es eine Erinnerung und es ist damals entstanden, das war ein Text von Heinz Erhardt, Teile daraus. Und wir hatten irgendwie damals so eine Band gegründet und ich weiß noch genau, das war eigentlich, haben wir für eine andere Band, hat da geprobt und wir haben gesagt, ach komm, wir nehmen das mal kurz auf und es ist halt eigentlich ganz roh. So ein Moment, wo wir dachten, yeah, wir haben jetzt einen Song. Wir haben das aufgenommen und dann online gestellt. Und ja, in der Zeit ist viel passiert, was jetzt natürlich nicht, was ich nicht online gestellt habe, wo ich da ein bisschen vorsichtiger war. Aber ja, es ist okay. Es ist irgendwie ein Stück Erinnerung. Und habt ihr noch aktuelle Sachen jetzt? Also ja, dadurch, dass es irgendwie, dann kam das Theater, was sehr zeitintensiv war und jetzt die Entscheidung, irgendwie voll einzusteigen in das Projekt mit Erik und so und da, das fiel mir auch schwer, aber da hieß es dann irgendwie Entscheidungen treffen und zu sagen, das kann ich jetzt einfach gerade nicht mehr in den Fokus stellen und ich wollte Sachen da nicht halb machen, also musste ich mir einfach entscheiden und sagen, okay, die Leidenschaft ist da und wir haben auch einige Stücke quasi noch im Archiv, in unserem Privatarchiv. Aber das kommt vielleicht irgendwann nochmal. Nur gerade ist nicht die Zeit dafür. Aber ich mache trotzdem Musik und singe. Und auch in dem Film, den wir jetzt planen, wird Musik eine ganz wesentliche Rolle spielen. Machst du auch Musik für den Film dann? Mal gucken, was kann passieren. Okay. es gibt ja auch noch eine ganz berühmte Erinnerung. Du wirst sicherlich oft darauf angesprochen, die Kinder vom Alstertal. Die Leute sehen dich auf der Straße und sagen, das ist doch Hexe und wir kennen dich. Wie gehst du jetzt damit um? Ist das für dich eben, du sagst auch, die Erinnerungen schreibt man immer neu. Wie würdest du jetzt darauf zurückblicken? Genau, die Erinnerung schreibt man neu, aber das ist halt trotzdem etwas, was ja, irgendwie trotzdem sehr präsent ist in meinem Leben. Und ich habe also ganz interessante Reaktionen, die sind wirklich, das ist eine ganz große Bandbreite. Manche freuen sich total und sagen, ach, du warst ein Stück von meiner Kindheit. Andere sagen, sind auch, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, da fehlt irgendwie manchmal so ein bisschen die Distanz. Also ich habe auch schon Leute, die dann kommen und sagen, das ist so schade, ne? Dass aus Kinderstars dann nie was wird. Ne? Okay. Das ist echt ärgerlich, aber naja. Und ich war so, oh. Aber da kennen die einfach deine neuen Filme noch nicht. Ja, oder ist es halt irgendwie, genau, vielleicht die erste Fernseherfahrung, die man so hat. Ich erinnere mich auch an das Sandmännchen oder Pippi Langstrumpf war sehr prägend für mich. Das war so die erste Fernseherfahrung, die man hat und die hat man dann irgendwie und das ist dann sehr präsent. Und ich habe vielleicht das Gefühl, dass einige das quasi so als erste Fernseherfahrung haben und sich dann das Neue, was stattfindet, vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, was ja auch okay ist. Ich habe gemerkt, ich habe so oft mich so dagegen gewehrt und gesagt, nein, das ist ja lange vorbei. Aber ich denke, das ist ja irgendwie kein Umgang damit. Also es ist ein Teil von mir und es ist gut, dass ich das gemacht habe. Das war eine ganz tolle, prägende Zeit und jetzt ist eine neue. Mhm. Und die würde wahrscheinlich nicht so da sein, wenn das vorher nicht stattgefunden hätte. So, es ist, Trotzdem ist es komisch, immer darauf angesprochen zu werden, was hast du denn eigentlich 1998 gemacht. Daher kenne ich dich noch. Ja, ich so, echt? Ja. Okay. Und du hast dich dann aber dafür entschieden, nach der ganzen Zeit, in der du geschauspielert hast, doch nochmal eine Hochschule zu besuchen und nochmal Schauspiel zu studieren. Genau, das ist für mich halt eigentlich ein anderes Kapitel. Das war damals eben, wie gesagt, das war ja gar kein Berufswunsch. Das war so, ich bin da so reingestolpert und habe gesagt, wie macht man das dann? Und dann, okay, dann zwischendurch ein bisschen reiten in der Drehpause und dann Text lernen. Und es war mehr so ein Spiel. Und ich glaube, für uns alle.
Und dann habe ich danach, bin ich dann lange auf Reisen gewesen und habe wirklich gemerkt, so egal wo ich bin, ich habe irgendwie, mich zieht es dahin zu dem Medium Film tatsächlich insbesondere. Und dann habe ich mich entschieden, Schauspiel zu studieren und diese Aufnahmeprüfung zu machen und das vierjährige Studium. Und da habe ich das für mich tatsächlich erst begriffen, was das für mich bedeutet und dass das jetzt wirklich eine Leidenschaft ist, der ich nachgehe und auch ein Handwerk auf eine Art und Weise, ne, was man erlernen kann. Und deswegen ist für mich nach der Schule irgendwie fing nochmal ein ganz neues Kapitel an. So. Ja. Ja, und wie geht's für dich dann weiter? Man kann dich jetzt immer noch im Theater sehen? Ja, genau. Ich habe noch zwei Stücke aktuell laufen. Die sind, also Angst, Essen, Seele auf, habe ich jetzt übernommen von einer Kollegin und Kirschgarten. Und genau. Aber es kann durchaus, also ich würde gerne wieder, also gerne auf der Bühne tätig sein, so, aber momentan ist der Fokus tatsächlich auf dem Schreiben und dem Film, den wir jetzt hoffentlich drehen. Ja, unsere Zeit rennt auch schon wieder fast ein bisschen weg. Und da hast du schon mal in einem anderen Interview gesagt, für dich ist Zeit auch ein großer Luxus. Ne? Ja. Ja, was denkst du denn, wofür hast du im Leben nie genug Zeit? Ich glaube, dass, ich meine, das ist auch ein altes Interview. Ich glaube, man hat die Zeit, die man sich nimmt. Und das ist eben einfach eine Entscheidung, die man ganz bewusst treffen kann und muss für sich selbst. Deswegen, Zeit ist, so blöd das klingt, aber klar, ist eben ein relativer Faktor. Was ist für dich so das Kostbarste, was du mit Zeit anfängst? Schon das Schauspielern oder doch eher Privatleben und die Familie? Ich würde das auch gar nicht so trennen. Ich finde, es ist ein unglaublicher Luxus, die Möglichkeit zu haben, das zu tun, was man liebt, so, und damit seine Zeit verbringen zu können. Das ist ganz, ganz toll für mich und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ob es jetzt Familie ist oder Beruf, also präsent zu sein in der Zeit und sich entscheidend da zu sein, so. Vermisst du denn manchmal deine Heimat noch? Jetzt bist du schon eine ganze Weile hier in Berlin. Gibt es da was, wo du gern zurückblickst und sagst, naja, Berlin hat einige Angebote, unglaublich viele Angebote, aber das finde ich jetzt hier in Berlin nicht. Ich finde es schade, dass man so frischen Fisch nicht im Supermarkt kaufen kann. Das vermisse ich so. In Hamburg gibt es an jeder Ecke so einen schönen Fischimbiss. Und das ist, aber nein, das ist, ja, meine Familie ist in Hamburg, ich arbeite viel in Hamburg. Witzigerweise drehe ich mehr in Hamburg als in Berlin. Und deswegen ist die Nähe zu meiner Heimat, sage ich mal, eigentlich ständig präsent. Und es sind nur 1,5 Stunden. Ich fahre gleich auch wieder nach Hamburg. Also es ist trotzdem da und ja, ich habe mich ganz bewusst auch für Berlin entschieden. Das ist so, das ist eine ganz, ganz wichtige Stadt für mich. Und die Nähe zu meiner Heimat ist besonders wertvoll da. Also ist so ein bisschen der Ankerpunkt. Ja. Konnte Berlin denn so ein bisschen dieses Heimatgefühl ersetzen für dich in den Jahren jetzt? Man sagt ja, zu Hause ist da, wo das Herz ist, ne? Wo das Herz pocht. Das pocht an vielen Stellen, aber ich habe es ja immer dabei. Von daher, meine Freunde sind hier und die Menschen, die mir was bedeuten, sind Gott sei Dank direkt in meiner Nähe auch. Und deswegen, ja klar, also ich habe ein Heimatgefühl hier. Ja. Das habe ich dabei. Und was wäre denn das, was du besonders an Berlin liebst und was du nicht so magst? Ach, das sind immer so schwere Fragen, dieses... Ich liebe an Berlin diese Vielfältigkeit und diese Roughheit auf eine Art und Weise und die Summe der Möglichkeiten und dass einem Scheitern irgendwie möglich gemacht wird. Also dass es nicht gleich ein Genickbruch ist, sondern sagt man, okay, so geht's nicht, das haben wir jetzt ausprobiert, dann können wir es vielleicht nochmal ganz anders machen. Und das mag ich sehr. Das ist so, Berlin lädt mich dazu ein, mutig zu sein. So, das mag ich sehr. Ja, dann hoffe ich, du hast noch sehr viel Mut, Sachen auszuprobieren, vor denen du vielleicht Angst hast oder bei denen du Angst hast, dass du damit scheiterst. Leider ist unsere Zeit jetzt auch sehr kostbar gewesen und schon vorbei. Ehrlich? Unsere Sendung ist schon vorüber. Das war's also schon wieder mit Raum für Notizen mit der großartigen Marlene Lohse. Ich bin gespannt, wie es bei ihr weitergeht und wie der neue Film aussehen wird. Und ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal.